Ich brauche auch wieder ein bisschen mehr Holz. Hier oben ist noch Holz. Das sieht gut aus. Sehr fleißig, Monika. Sehr gut. Unsere Knarre liegt hier draußen auch noch. Was denn jetzt eigentlich mit den Waffen hier? Mit den biokodierten? Wenn ich sage, die sollen... Waffen verbrennen. Waffen, da. Alles verbieten. Nur biokodierte Waffen. Da müsste doch jetzt... Die ist doch biokodiert. Biokodiert steht da. Hier steht jetzt Waffe verbrennen. Biokodierte Waffen. Warum kann ich die nicht verbrennen? Verstehe ich nicht. Finde ich ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin. Das finde ich ein bisschen komisch. Kann es sein, dass ich wieder langsam Nahrung kochen kann? Hä? Ich koche schon. Wow. Krass. Naja, egal. Und hier oben noch das Holz. So, und die Tür soll jetzt mal wieder offen stehen bleiben. Und sobald da einer durchgelatscht ist, verbieten wir die. War jetzt. Eine Hochzeit steht an. Tamara und Finn. Ach was, haben wir schon einen Hochzeitsbereich? Hier ist doch ganz süß, oder? Wenn die da heiraten. Die erste Hochzeit steht an, Leute. Ist das nicht schön? Das ist doch schön. Hier soll kein Dach drüber sein. La, 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 la. Nur gehen die da jetzt hin oder wann wird hier geheiratet? Ooh.
hat eine Waffe. Lisa hat keine Waffe mehr. Fernkampf. Ja, so ein paar Waffen haben wir auf jeden Fall. Aber die haben jetzt nicht geheiratet, oder? Oder hab ich das missklickt? Hab ich das verkackt? Habe ich das gerade verkackt, liebe Leute? Wollen wir das Faultier versuchen zu machen? Oh Gott, sollen wir das wirklich tun? Wieso hat die denn ihre Scheißwaffe hier nicht geholt? Jesus Christ. Wir müssen erst warten, bis sie jetzt die Waffe holt. Okay, let's go, Leute. Geil. Los, weiter drauf schießen. Nice. Victory. Auf das Riesenfaultier mit Gebrüll. Cool, jetzt essen sie alle draus. Sind die dumm. Nein, jetzt kriegen sie alle wieder Minuspunkte. Ich hab wieder Kälte gegessen. Ich habe so in der Kälte gegessen. Oh mein Gott. Riesenexplosion. Es ist aber hier, die Leitungen sind aber auch echt instabil in diesem Haus. Ist das Altbau oder was ist hier los? Oh, wir haben wieder so unfassbar viel Scheiß von dem Kack hier, ey. Viel zu viel Stoff. Viel zu viel Stoff, viel zu wenig. Hier baue ich mal eine Kopie. So, und dann machen wir mal ein paar mehr Klamotten. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hemden. 7 Hosen und noch 2 Parker machen wir mal. Warum legen die hier nichts rein in dieses Regal? Was ist da los? Das Gefühl, das ist irgendwie immer leer. Oh, schon wieder eine Lebensmittelvergiftung. Ich werde nicht mehr. Teile eines Raumschiffes sind abgestürzt. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Die können wir nämlich abreißen. Die brauchen wir. Wir brauchen Stahl und Maschinenbauteile.
So, da müssen wir nämlich jetzt mal gucken. Das kann ich. Ach, das muss ich abreißen. Ist das Pain, ey. Ist das Pain? Die mittlerweile eigentlich alle im Bett? Eigentlich nicht, oder? Schläft nicht irgendwer, Nee, Thor? Monika? Wir haben 7 Menschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alles. Nevermind. Alles gut. Alles gut, hab nichts gesagt, hab nur laut gedacht. Eine Besuchergruppe. Ah, die haben sogar ein bisschen was zum Handeln dabei. Und oben ist tatsächlich noch ein Riesenfaultier, Leute. Dass wir das noch erleben dürfen. Hier, Fritz baut jetzt hier die Sachen ab. Das heißt, wir können hier umbauen. Die haben wahrscheinlich eh nicht viel Knete. Also, wir können hier hauptsächlich unsere Parker verkaufen. Die haben aber nur 63 Geld dabei. Das ist natürlich ziemlich blöd, weil ich relativ gute Skulpturen habe. Verkaufen den mal das da. Ist schon zu viel. 68. Ich kaufe mal das ganze Pemmikan. Ja, komm. Ist okay, ist okay. Das ist unser Essen. Von denen hat dann jetzt noch kaputte Kleidung. Thor hat noch kaputte Kleidung. Ach, die Mütze aus Stoff. Oh. Drecksmütze. Eine Drecksmütze. Oh mein Gott, das gefällt mir hier gar nicht, ne? Meine Base ist echt hässlich. Ich sag's, wie es ist. Meine Base ist echt hässlich. Aber ich kann nichts dafür. Ich bin echt schlecht, was sowas angeht. Ein bisschen traurig darüber.
oder die oben gerne eine Falle hinmachen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie da immer reinrennen, ist schon relativ hoch, ne? Und nochmal eine Tür. Ah, komm. Oh, geil, ey, Jubel kotzt sich wieder die Seele aus dem Leib. So gehört sich das. Oh, jetzt habe ich da eine Mütze hergestellt. Aber Thor hat immer noch. Ah, jetzt hat er gute Klamotten. Sehr gut. So, machen wir das jetzt mal ein bisschen größer hier unten. Müssen wir natürlich hier noch ein Dings bauen. Dach. Schön, dass der jetzt hier auch wieder kocht, wenn Kotze am Boden liegt, ey. Das ist immer super. So wünsche ich mir das. So und nicht anders. Wieso habe ich das hier eigentlich da noch dran? Das habe ich irgendwann mal, glaube ich, dahin gebaut, oder? Brauche ich eigentlich auch gar nicht. Okay, sehr gut. So, dann machen wir hier jetzt noch einen Holzboden rein. Und dann fangen wir jetzt an, dass wir hier nochmal dieses Stromteil hinsetzen. Ja, eigentlich gereicht mit denen, ne? Mit dem einen hatte das ja eigentlich gereicht gehabt. Sehr gut. Mal, da unten hat jemand einen Schneemann gebaut. Süß, wa? Hier oben auch. Der ist ein bisschen hübscher geworden. Der Schneemann! Ah, Müdi! Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Okay, und jetzt brauche ich noch dieses Krematorium wieder. Setzen wir da hin. Und dann ist jetzt halt die Frage wegen dem Tiefenscanner. Wie ich das mache. Weil der muss ja, glaube ich, draußen sein, oder? Wir müssen langsam auch wieder Wildtiere jagen. Oder wir gehen halt einfach wieder gemeinsam auf das Riesenfaultier. Aber das könnte halt auch schlecht für uns aussehen. Ach nee, guck mal. Die machen ja relativ schnell hier die... die Wesen. So, wie läuft das jetzt ab mit dem Tiefenscanner? Ist das Produktion? Diverses. Tiefenscanner.
Eine Sensoreneinheit, die deine Forscher nutzen können, um unterirdische Ressourcen zu finden. Die Chance, etwas zu finden, hängt davon ab, wie kompetent der Forscher ist. Aber dafür brauche ich noch ein bisschen. Scheiße. Tamara, wo bist du? Und der Lux jagt sie, ne? Okay, sie geht wieder zurück. Solange da niemand anders jetzt hinrennt, ist das alles safe. Jetzt wollen wir uns in Lux. Komm her, du blöde Sau. Nicht mal. Sehr gut. Hallo, ruf da. Auf den Arsch. Ja gut, die Frage ist jetzt, wo bekomme ich jetzt halt Stahl her, ne? Ich müsste, glaube ich, hier kurz meine Zone machen. Gott, Entschuldigung. Bin mir fast eingepullert. Und dann machen wir hier nur alles verbieten und dann machen wir hier Stahlschrott rein. Und dann gucken wir mal, wo hier Stahlschrott in der Nähe liegt. Hier unten zum Beispiel. Was ist das hier eigentlich? Eine lange Stele aus Marmor. Was ist eine Stele, Leute? Was ist hier unten passiert? Da liegt ein toter Puma. Der hat wahrscheinlich gegen den Bären gekämpft gerade, wa? Hihi, und verloren! Loser! So ein Loser. Okay, wartet. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo sind hier noch Maschinenteile? Sieht man jetzt zu der Jahreszeit auch ein bisschen schlechter und die sehen halt teilweise auch echt aus wie Steine. Da wird mir bestimmt der ein oder andere untergehen in meinem Blick. In meinem Blickfeld. Haben wir so wenig Stahlschrott hier auf der Karte auch? Ist das eher was Seltenes? Stahlschrott? Wir haben bisher... Hier drüben liegen welche. Wir haben bisher auch kein Raid bekommen bezüglich Raupen oder Schnitter oder sowas, ne? Also, dass wir da vielleicht ein bisschen Stahl noch kriegen könnten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen froh. Weil das dann doch schon recht hart, dagegen zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob ich das schon so kann. Oder ob ich da nicht ein bisschen zu schlecht bin. Und hier müssen wir jetzt gerade mal aufpassen wegen dem Bären hier unten. Dass der nicht auf die dumme Idee kommt, uns anzugreifen. Aber eigentlich sind da genug Tierchen. Ein einmaliger Deal. Steigt der Ruf. 11 Messer in normaler Qualität oder besser. Sie würden gerne Folgendes erwerben. Was für Messer? Ach so, normale Messer oder was? Ach, können sie alleine craften. Soll ich denen da Messer bringen? Beep, 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 boo.
das mit der Kleidung wieder machen. Ach so, kann sein, dass die biokodierten Waffen vorhin nicht verbrannt worden sind, weil die unter den Prozenten noch waren? Kann das sein, dass die halt, weil ich angegeben hatte mit den 50%, aber ich glaube, das war ja nur auf die Kleidung beschränkt, oder? Das bin ich mir irgendwie gerade unsicher. Da muss ich hier wieder den Strom anmachen, ne, damit ich jetzt ein bisschen einschmelzen kann. Was ist passiert? Jaks schließen sich an. Zum Ort sprengen. Die beiden hier, oder was? Schlachten. Die wollen wir natürlich essen. Yummy, yummy, yummy. Her mit dem Fleisch. Give me some food. Give me the food. Give me food. Lecky, lecky. Schmecky, schmecky. Ja, guck mal, die hat nämlich 78%. Da musste ich das, müsste ich wahrscheinlich Waffe verbrennen machen. Für immer. Und muss dann alles verbieten. Außer so, oder? Also dann müsste das doch theoretisch funktionieren mit dem Biokodierten, oder? Wenn ich die dann... Ja, jetzt kriegt die das nämlich. Okay, die Esche hat jetzt die Mütze ein. Stopp. Okay, warum wird das jetzt verbrannt? Warum wird jetzt hier Kleidung verbrannt? Obwohl ich eingegeben habe, dass das 0 bis 51 sein soll. Weil das hat 100%. Da verstehe ich nicht, warum jetzt hier die Kleidung verbrannt wird, obwohl die 100% gut ist. Oder muss ich hier bei der Kleidung das einstellen... So. Da geht die das trotzdem verbrennen. Okay, ich check's nicht. Let the sun shine. Let the sun shine. Und die biokodierte Waffe kann ich aber auch nicht verbrennen. Okay, das verstehe ich tatsächlich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Das habe ich nicht gecheckt. The sun shining. Ach, guck mal, der holt die Jacks zu uns. Na, das ist doch auch nett. Kommt zum Karawanenplatz hier. Guck mal, und Schweini schmilzt jetzt Stahl. Das ist gut. Das brauchen wir. Das brauchen wir sogar sehr. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mit dem Tiefenscanner. Muss das jetzt theoretisch draußen sein? Ja, ne? Nein! Weißt du was? Ich reiß das hier komplett ab. Dann ist das zwar außerhalb. Ich meine, ich kann das ja hier auch noch größer bauen, zur Not. Ob ich das sogar vielleicht wirklich größer baue? Ist das wenigstens noch auf unserem Grundstück.
Haben wir schon wieder zu wenig Strom. So, können wir die abreißen? Da müssen wir mal gucken. Jetzt überdachen die das natürlich hier ganz fleißig. Kaputte Kleidung. Warme Kleidung benötigt. Schweini hat kaputte Kleidung. Eine Mütze aus Stoff. Tiefenscanner. Ich brauche ein Hightech-Bauteil. Wo kriege ich denn ein Hightech-Bauteil her? Was ist denn ein Ding einschmelzen? Wo kriege ich denn ein Hightech-Bauteil her? Hat irgendwer mir da schon Hightech-Bauteil verkaufen wollen? Nee, ne? Habe ich noch nichts gesehen. Ein Waffenhändler. Aber der ist jetzt hier. Nice. Vielleicht hat der auch einen Hightech-Bauteil. Ich drücke die ganze Zeit und denke, warum geht das nicht? Ich habe schon gedacht, er will mich übergehen gerade. Okay, nice. Also, wir können... Die haben auf jeden Fall Cash. Wir können unsere Skulpturen hier definitiv verkaufen. Dann würde ich sagen, können wir uns was kaufen? Wir könnten unsere wie auch immer diese Gewehre heißen, Repetiergewehr könnten wir verkaufen. Das Iqua werden wir verkaufen. Und auch das Messer aus Stahl. Der hat auch nur ein normales Bauteil, aber kein Hightech. 31 Bauteile haben wir. Okay, für 803 könnten wir uns was kaufen. Oder wir machen die auch noch weg, die Sachen. Dann hätten wir die Möglichkeit. Uns eine Plattenrüstung zu kaufen. Und theoretisch ein. Ist ein Schutzhelm besser als ein Helm? Ja, preislich auf jeden Fall schon. Jetzt ist halt nur die Frage, wem ziehen wir das an? Wen wollen wir da schützen? Also die auf jeden Fall nicht, die Monika. Hier, das wäre Tamara, die macht halt Fernkampf und Nahkampf. Müsste eigentlich jemand dabei, also eigentlich jemand, der Tanky macht, oder? Dass der halt... Mit der Shotgun vielleicht, der Jubel. Ich glaube, ich würde Jubel die Sachen anziehen. Oder ist das eine falsche Idee, Leute? Hättet ihr das anders gemacht? Ansonsten, ihr könnt es gerne natürlich auch in die Kommentare schreiben. Weil ich dann das auch noch umändern könnte. Wenn ihr sagt, dass das eine bessere Idee wäre.
Ich meine, wir könnten sonst auch probieren, das AD zu öffnen, ne? Aber es ist schon sehr weit am Arsch der Welt weg. Also da kannst du nicht mal, da müssen wir uns hier irgendwie ein Lazarett oder so aufbauen, dass wir uns da Betten hinstellen für Heilung, falls da irgendwer angeschossen wird oder sowas. Weil man weiß ja nie, was da so drin ist in diesen Dingern. Das kann dann theoretisch auch schlecht laufen. Es liegt hier draußen einfach der gute Glattlederparker. So ein Ding hier hinstellen. Ich habe das Gefühl, der Strom reicht vorne und hinten nicht, Leute. Dabei habe ich doch eigentlich gar nicht so viele Sachen, die hier mit Strom betrieben werden. Oder ist das vielleicht nicht am Strom? Doch. Hab nichts gesagt. Hätte auch sein können, dass es nicht am Strom dran. Bam, ba, ba, bam, bam. La, 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 la. Oh, wer hat denn hier seinen schicken Cowboy-Hut gelassen? Ja, aber wo ich jetzt so ein großes Hightech-Ding herkriege, so ein Hightech-Bauteil, da habe ich keine Ahnung, Leute. Das weiß ich nicht. Da habe ich keinen Plan. Also normalerweise kriegt man das eigentlich immer über so ein Raid, oder? Haben die wirklich hier ein Dach rübergebaut? Übersinnliche Beruhigung der Männer, die lächeln zufrieden. Eine weit entfernte Maschine des Glücks berührt sich. Über einen Orbitalverstärker projiziert sie ein übersinnliches Brummen. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verbessern. Oh, das ist immer schön. Das ist immer schön, wenn es denen gut geht. Oh fuck, hier ist ja schon wieder ordentlich viel. Oh, ich habe auch gar keine Medizin. Ob ich selber Medizin herstellen sollte? Drogenherstellung. Medizin. Wir haben gar keine Forschung mehr gehabt, Leute. Ich muss niesen. Hey, könnt ihr mir mal sagen, warum hier nichts reingepackt wird? Mache ich da jetzt rohes Fleisch rein? Wenn da nahrungsmäßig nichts reingepackt wird. Na, guck mal jetzt. Ein bisschen. Opimikan, der Jux Lux jagt Monika. Okay, die ist aber gleich drinne. Das sollte sie ja theoretisch überleben. Ich weiß auch nicht, warum die schon wieder hier außen die ganze Zeit rumlaufen muss.
Lisa kommt auch mit raus. Bin tot. Maschinen. Einfach Maschinen, die Leute. Maschine. Gut, das reicht jetzt auch wieder, glaube ich, für die nächste Zeit. Sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Theoretisch sollten das 8 Plätze sein, oder? Haben wir eigentlich gar keine Joints mehr? Nee, ne? Ich habe halt nicht so viel Stahl, das ist das Problem. Ich würde eigentlich gerne nochmal so ein Ding hier hinbauen. Wenigstens eins. Kostet einfach 100 Stahl. Ist ja auch gar nicht übertrieben. Ziemlich 28. Nee. 46 Stahl. Ach du Scheiße, Leute. Also ich glaube, wir werden das nicht schaffen. Wir haben halt kein Stall. Ich habe falsch gehaushaltet. Muss ich leider wirklich sagen. Das ganze Stahl abgebaut. Also entweder müssen hier wieder Wracks runterkommen von irgendwelchen Raumschiffen, aber das ist ja so random. Oder mal so ein Stahlklotz. Das wäre geil. Weil selbst für den tiefen Bohrer habe ich jetzt keine Ressourcen gerade. Das ist echt ein bisschen... schlecht. Also wir könnten ansonsten... Ich weiß gar nicht, wie das ist. Kann ich theoretisch auf eine andere Karte nebenan gehen und da Sachen abbauen? Würde das möglich sein? Guck mal, hier ist Plastahl, Alter. Also Plastahl. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eigentlich sollten das 8 Stück sein. So, stromtechnisch sieht es jetzt wieder besser aus. Aber ich werde auf jeden Fall gleich noch ein bisschen Holz abbauen. Es könnte sein, dass das ein bisschen zu viel war gerade. Mit 66 Jahren. Ah, das könnte sein, dass das... Das sind nur 6 Plätze. Ja, okay, aber die 2 sollten da noch einpassen. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren. Das Kalkstein. Ich meine, wir könnten sonst auch probieren wegen dem AD, ne? Da ist safe auch Stahl drin, ne? Aber nicht, dass die da, wer weiß, was für fette Rüstung und so haben und ich dann mies auf den Sack kriege. Das wäre mir, glaube ich, für den... Wieso liegt da jetzt das Ei drin? Crazy. Dieses Ei, ich werde es einfach nie wieder los. Verstehe auch nicht, warum das nicht in die Eierkiste gelegt werden konnte. So, das sollte aber mit dem Holz, sieht das aber gut aus, glaube ich.
frisch, ist aber ungekühlt und verdirbt in 6,9 Tagen. Ruiniert durch Temperatur. Ach, guck mal, jetzt haben wir das erste Mal Liebe, die Tamara und der Fitz. Endlich, Leute, wird gebumst. Gebumst. Sehr schön. Ach, das ist doch toll. Dies ist doch schön, dass die sich da mal so lieb haben. Kann ich eigentlich das mal so zusammenlegen oder so? Nee, wa? Kein Stapel zum Hinzufügen verfügbar. Okay. Komme ich hier in die Mitte nicht ran? Kann das sein? Aber da lagen, glaube ich, vorher noch schon Items, oder? Grizzly Bär jagt Schweini. Oh, oh. La, 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 la. Okay, Leute, mit gemeinsamer Kraft. Jubel muss vorne stehen. Der hat bei uns die beste Rüstung an. Der bräuchte eigentlich eine andere Waffe als die Shotgun. Die schießt dann halt nicht. Also im Nahkampf, glaube ich, oder? Ey, der hat keine Chance für uns, der Bär. Easy, Leute. Sehr schön. Ach, das ist toll, wenn man dann so 3, 4 Leute hat, die dann gemeinsam da so auch schießen. Sehr cool. Er möchte mit uns einen nahegelegenen Ort ein Gespräch führen. Der ist feindlich. Auf keinen Fall. Okay, Drogenherstellung haben wir abgeschlossen. Medizinherstellung machen wir jetzt. Zack. Mahlzeiten kochen. Kann keiner von uns das machen? Weil wir alle zu schlecht sind, was das Kochen angeht? Kochen 2, Kochen 1, Kochen 3, Kochen 4, nichts, Kochen 1, Kochen 3. Krass, kann ich nicht machen. Sehr interessant. Ich werde das mit dem Schlachten kurz mal machen. Ups. Einen weiteren kann man, glaube ich, noch. So, das reicht dann erstmal. Ach, guck mal, der Schweini, der macht jetzt hier ein bisschen Joints. Sehr gut. Also hat das funktioniert. Ja, zur Not muss ich irgendwas zerlegen, was uns Stahl gibt, Leute. Wenn es halt gar nicht geht. Weil wie gesagt, ich weiß nicht, ob man einfach auf eine andere Map gehen kann und rübergehen kann, damit ich dann sowas abbaue. Das weiß ich nicht. Müssten wir dann ausprobieren. Fiesta Mexicana. Oder wir müssen warten, dass irgendwer vorbeikommt, dass wir wieder handeln können. Weil wir brauchen ja auch noch so ein großes Bauteil für den Tiefenscanner. Ach, ist das alles kompliziert, oder? So eine Scheiße. Guck mal, hier ist wenigstens ein bisschen schiefer. Da haben sie wenigstens was zu tun gehabt, dass sie das nebenbei abbauen. La
la la la la la. Er rennt halt über die ganze Map, um sich die Marmorblöcke zu holen. Ach, Leute, ey. Dieses Spiel. Jetzt hat diese übersinnliche Beruhigung leider aufgehört. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Das ist gar nichts gut. Ja, was machen wir jetzt? Sind wir wirklich? Aber muss ich umziehen? Das ist alles kein... Das ist ja Stahl. Das ist wahrscheinlich echt wenig, oder? Das ist auch Stahl. Das wird safe nicht so viel sein, glaube ich. Wie viel brauchten wir? 150, ne? Wir haben jetzt 46. Wie viel ist denn das hier? 3. Ey, sag mal... Wo gehen die danach immer hin? Die kommen hier den ganzen langen Weg hergelaufen. Um sich dann zu entspannen, weil sie einen Teil abgebaut haben. Das macht Sinn. Und, okay. Wir sind auf welche auf Reise unterwegs. Monika. Ich glaube, es hackt. Okay, das ist ja echt wenig, aber ich meine, besser als gar nichts, wa? Jetzt war schon 51. Aber 150 könnte schwierig werden, Leute. Sehe ich ja noch nicht so. 112 haben wir jetzt. Ey, wenn das jetzt 149 werden oder so. Ey, ohne Scheiß. Dann fehlt uns da genau eins. Das wäre so bitter. Das wäre so bitter. Oh, es sind genau 150. Ich darf jetzt nichts mehr mit Stahl machen eigentlich. Was denn eigentlich hier mit dieser Schutzweste? Kann man eigentlich auch... Kleidung einschmelzen? Oder Waffen einschmelzen? Geht das auch? Trägt die zu Regal. Wer macht denn bei mir hier Handwerk? Ah, der schmilzt die Kleidung. Okay. Ja, bevor die gleich weg ist, da kriegen wir ja auch noch ein bisschen Stahl raus, oder? Polarlichter. Schön. Waffen einschmelzen. Nicht biokodierte. Mal gucken, wie viel wir da rauskriegen aus dem Teil. 154 Stahl haben wir jetzt hier. Und daraus kriegen wir jetzt... Was hatte ich gesagt? 15 haben wir dann jetzt bekommen, ne? 15 anscheinend. Nein! Oh, die ist biokodiert. Die macht er. Wie
Wieso lag da eine biokodierte Waffe bei uns im Schrank? Cool, die wird jetzt echt eingeschmolzen. Sehr gut. Très bien, très bien. Na, guck mal, dann haben wir jetzt doch da ein bisschen Stahl rausbekommen. Jetzt ist halt nur die Frage, wo kriegen wir dieses Hightech-Bauteil her? Weil ich glaube, man kann das auch selber herstellen, oder? Aber ich weiß nicht wie. Produktion. Drogenlabor. Das Problem ist, der kostet ja auch noch mal 100 Stahl. Also eigentlich brauche ich 250 Stahl theoretisch, damit ich überhaupt den Scanner und den Bohrer bauen kann. Weil das ist doch alles, was ich an Produktion derzeit machen kann, ne? Kann es sein, dass ich das denn auch lernen muss in der Forschung? Maschinenbau. Aber das ist ja nur so. Hier, Schmieden. Schmieden. Aber hier steht nix. Schusswaffen, das sind alles nur Waffen. Oh, diese Prothetik bräuchte ich halt auch, ne? Für die Leute. Erweiterte Fabrikation. Da sind die Hightech-Bauteile drin. Ach du Scheiße. Naja, Leute. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Ich glaube, wir müssen dann einfach aushalten. Ich hoffe halt, es kommen mal Raids. So ein Schiff oder sowas, so ein großes, was wir erschießen können, anschießen können. Damit wir da irgendwie so ein Hightech-Bauteil draus bekommen. Das wäre ziemlich geil. Ich meine, immerhin, ich könnte jetzt selber Medizin herstellen. Da muss ich halt nicht nur die Kräutermedizin nehmen, weil ich habe ja hier 13 von diesen. Neutramin habe ich mir gekauft gehabt und ich glaube, ich brauche Stoff. Und Stoff habe ich nur noch 13. Ich mache da mal eine Baumwollpflanze draus. Wir brauchen ein bisschen Stoff. Ah!